Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Hier steht's auch direkt auf der Box und damit herzlich willkommen zum offiziellen Unboxing der Junkfood Guru Box Genussreise bei World of Sweets. Es ist die zweite Box. Wir haben die Auflage erhöht von 500 auf 1000 Stück. Wieder am ersten Tag ausverkauft. Dafür nochmal vielen lieben Dank, denn in dieser Box, da stecken nicht nur Monate Vorbereitung, sondern auch ganz, ganz viel Liebe. Denn ich habe mir bei jedem Produkt, was hier reingewandert ist, natürlich etwas dabei gedacht. Und das werde ich euch heute hier im offiziellen Unboxing-Video erzählen. Es gibt noch eine klitzekleine Überraschung für alle, die die Box nicht bekommen haben. Verrate ich am Ende des Videos. Oder komm, ich verrate schon jetzt. Es gibt ein Gewinnspiel am Montag bei mir auf Instagram. Da werden nochmal 3 Boxen verlost. Ich habe extra nochmal 3 Boxen ganz früh zur Seite gelegt, damit ich nochmal ein kleines Gewinnspiel machen kann. Und ja, und wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann eine 3. Box. Aber erstmal wollen wir diese Box auspacken. Und ihr seid herzlich eingeladen, in die Kommentare zu kommentieren, was hat euch besonders gut gefallen, was hat euch vielleicht nicht so gut gefallen. Welches Produkt ist euer Lieblingsprodukt? Wir können uns hier super gerne austauschen, aber erstmal zeige ich euch, was hier von meinen Lieblingsprodukten reingewandert ist und warum es reingewandert ist. Die neue Joghurette Blaubeere musste natürlich rein. Habe ich auch auf dem Kanal vorgestellt und ich finde einfach Joghurette, gerade in der Kombination mit Blaubeere, es gab ja schon mal Heidelbeere, die ist so lecker, die musste einfach in diese Box. Ich bin großer Joghurette-Fan und ihr findet alle Joghurette-Editions auch auf diesem Kanal. Deswegen durfte die einfach nicht fehlen. Diese Karte, die habt ihr wahrscheinlich auch in den Händen gehalten. Wir haben uns gedacht, bei Geruchsreise, ja, auch der Geruch spielt eine große Rolle bei Genuss. Da muss ich mal sagen, Joghurette riecht einfach geil. Haben wir uns gedacht, wir machen diesmal mal so eine Postkarte in so einem Reiseformat, wo ich euch eine schöne Direktnachricht via Instagram schreibe. Wir schreiben uns ja auch sehr viel und sehr häufig über Instagram. Ich bin ja immer sehr dankbar für eure Tipps. Und ich muss auch nochmal sagen, die Box an sich, ja, ich liebe sie und nochmal ein großes Kompliment ans Design-Team von World of Sweets. Schaut mal, es ist fast die gleiche, es ist die gleiche Farbe wie meine Couch. Also, mehr geht einfach nicht, oder? Ich liebe es. Und die Grundidee ist einfach, dass ich immer alles reinpacke, was ich liebe und was mir schmeckt. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, wir machen es so ein bisschen mit dem internationalen Anstrich und ein Produkt, das schmeckt mir ganz besonders gut. Pringles Salt and Vinegar. Liebe ich abgöttisch, muss ich sagen. Ich liebe diesen Salz- und Essiggeschmack. Und deswegen mussten die da rein. Die gibt es ja auch nicht offiziell in Deutschland. Deswegen haben wir uns dann wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, diese Dose hier in die Box zu bekommen. Und ich bin so dankbar, dass sie auch in die Box hier reinpasst. Das ist ja eine richtig, richtig große Dose und geil. Also Pringles, Salt and Vinegar, ich hoffe, die schmecken euch genauso gut. Ich weiß, Salt and Vinegar ist nicht jedermanns Sache. Wenn ihr sagt, das war mir aber zu speziell, schreibt es gerne in die Kommentare. Weiter geht's, süß und salzig. Deswegen habe ich auch nochmal was Salziges reingepackt hier, nämlich den Elephant Sriracha Cheese Snack, den ich auch euch auf dem Kanal vorgestellt habe. Als Alternative zu Snyder's finde ich es nochmal ganz spannend, mal was Neues zu entdecken. Im Supermarkt geht man vielleicht dran vorbei und denkt sich so, soll ich es jetzt probieren oder nicht? Und hier in der Box könnt ihr es probieren. Und ich finde es auch immer so spannend, halt die Kombination an Süßigkeit. Man kriegt vielleicht die neue Joghurette im Rewe. Dann will man aber vielleicht nochmal hier die Hitchis probieren, die ich euch damals vorgestellt habe. Hitchis in der Sorte Bubblegum Flavor. Ich muss nochmal drauf gucken. Die sind einfach so mega geil. Es hat ja tatsächlich 2 Jahre gedauert, bis die neue Box rausgekommen ist. Deswegen musste ich einfach die Hitchis reinpacken. Ich glaube, die habe ich schon vorletztes Jahr vorgestellt. Aber die kriegt man ja auch nicht überall in dieser Sorte. Und wenn ihr die probiert habt, dann wisst ihr, was ich meine. Geschmack von Kindheit auf der Zunge direkt. Ich finde die einfach richtig gut. Deswegen habe ich die reingepackt. Die Hitchis, weil die einfach geil sind. Weil man die nicht überall bekommt. Diese Kekse. Vielleicht der ein oder andere gedacht, spinnt der Guru jetzt total hier Spekulatius im Frühling? Geht's noch? Ich habe gedacht, ja. Das fand ich total witzig, weil die schmecken ja wirklich. Mir haben die sehr gut geschmeckt nach Spekulatius. Deswegen finde ich es total cool, mal so ein Kontrastprogramm hier zu haben. Also Spekulatius-Kekse im Frühling. Und, naja, Wetter, der Sommer kommt vielleicht noch, kann man doch, Spekulatius geht doch immer, ne? Kann man sich doch auch mal gönnen, finde ich. Weiter geht's mit was Internationalem und den finde ich richtig gut gelungen. Reese's Snack Bar hier mit Erdnussbutter. Man kann auch so ein bisschen sagen,
Corny trifft auf Reese's und ich finde ihn richtig, richtig lecker. Deswegen musste der hier rein. Weiter geht's mit einem Produkt, das sieht einfach so lecker und so geil aus. Und ich unterstütze sowieso immer gerne Familienunternehmen. Und ich weiß, mit Locker kann man nichts falsch machen. Eine Marke, die für Genuss steht. Ich liebe es. Und die Dinger, ey, habt ihr die schon probiert? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer favorisiertes Produkt ist. Die sind auf jeden Fall Locker Tortina Deluxe. Ich finde die so lecker, deswegen mussten die rein. Und auch ein Produkt, was ihr vielleicht, wenn ihr schon lange dabei seid, kennt ihr das von meinem Kanal Milky Way Midnight hier mit Karamell. Das Milky Way in den USA ist ja unser deutsches Maß. Und das ist mit Zartbitterschokolade und ich finde den Geschmack sensationell. Ein Produkt, wo es sich lohnt, das mal zu entdecken. Deswegen musste das in die Box rein. Das freut mich riesig. Und jedes Mal, wenn ich hier in Frankreich, Belgien oder Holland, gibt es glaube ich auch unterwegs bin, muss ich Milka Leo mitnehmen. Ich finde Milka Leo ist einfach so geil. Hatten wir auch mal in Deutschland, gibt es leider nicht mehr offiziell. Und die Produkte könnt ihr auch glücklicherweise auch bei World of Sweets nachbestellen. Ja, und das Milka Leo, boah, das muss in jede Bestellung rein. Wenn ich da was bestelle bei World of Sweets, Milka Leo muss sein. Ich finde diesen Geschmack, dieses leicht Vanillige und die Waffel sensationell. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und einer meiner liebsten Rittersportsorten ever. Bereits in der Test Edition vorgestellt, die Kirsche Mandel. Habt ihr die Sorte auch schon probiert? Wenn ihr Glück gehabt habt, habt ihr die vielleicht im Penny bekommen oder im Rewe. Ich musste sie einfach nochmal in die Box packen, weil sie einfach geil und genussvoll ist. Und das Design ist schon so süß. Oder ich habe gedacht, Rittersport ist auch eine Marke, die ich nämlich persönlich mag. Und deswegen habe ich sie besonders gerne reingepackt. Und das ist meine liebste Rittersport-Sorte für 2022, die ich bereits probieren durfte. Die ist wirklich die beste von den neuen, oder? Was sagt ihr? Ja, Kirsche Mandel rockt. Und der absolute Oberknaller, also tatsächlich auch gerade, wenn ich diese Tüte sehe, ich wundere mich gerade, dass die noch nicht aufgerissen habe. Die Goldbeeren-Kindheitsknaller sind wirklich ein Mega-Knaller. Habe ich hier auch auf dem Kanal vorgestellt und die sind so lecker. Eine der besten Goldbeeren-Editions ever. Und deswegen musste ich sie auch hier in die Box für euch packen. Und last but not least, Pick Up Dark. Das ist auch eine ganz spannende Neuheit, ganz, ganz klassisch, habe ich auch schon vorgestellt. Finde ich, ist richtig gut gelungen. So als kleiner Snack mag ich das sehr gerne, gerade mit dem dunklen Schokoladengeschmack. Und als klitzekleine Überraschung, ich hoffe, ihr habt es gefunden, haben wir hier natürlich auch noch den Junkfood-Guru-Magneten, ihr Lieben. Der musste auch nehmen. Ich möchte so ein bisschen, ich habe ja nicht so viel Merchandise. Merchandise, wenn ich Merchandise mache, dann was Ordentliches. Deswegen gibt es hier diese wirklich robuste Box, die ihr zum Lager nutzen könnt. Und ein Kühlschrankmagneten, der ja perfekt passt. Wenn ihr meinen Kühlschrank gesehen habt, dann wisst ihr ja, wie viele Kühlschrankmagneten ich habe. Da habe ich mir gedacht, das ist so typisch. Das bin typisch ich. Ich liebe Kühlschrankmagneten. Kaufe ich in jedem Urlaub. Packen wir in die Box, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit dieser Box und mit den Süßigkeiten gehabt. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat, was ihr euch gerne gewünscht hättet oder was ihr erwartet hättet. Freue ich mich auch drüber. Auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut über euer tolles Feedback. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und am Montag beim Gewinnspiel, wo ich nochmal 3 Boxen verlosen darf. 3 Junkfood Guru Boxen. Genau, tragt es in den Kalender, eine kann man sich nicht verpassen. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Tschüssi.